kannst. Oh Gott. Ihr habt einen Deadlock. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Kiff. Wir wollen uns mal wieder um Schränken kümmern. Diesmal wollen wir, dass wir Blau und Gelb ein bisschen trennen. Ich sagen muss, eigentlich läuft das jetzt ziemlich gut. Was wir hier machen, wir sitzen nicht drüber. Meine Fresse, die stehen hier ja richtig an. Vielleicht lassen wir das auch und machen erstmal, wie sieht's denn hier aus? Weil drei Blaue vorne drin. Das heißt, bis die abgearbeitet sind, dauert noch ein bisschen. Die Gelben kommen da rein. Ich habe ja den Tipp bekommen, dass es gut ist, die... Holy crap, jetzt muss ich erst nachlesen. Das hätte ich vorher tun sollen, das wäre clever gewesen, oder? Aber ihr wisst ja von mir, ich bin nicht clever. Ich immer. Erstmal schon. War meistens nicht. Bin ich eigentlich da irgendwas? Nein. Reni, du hattest mir was geschrieben. Du hattest mir wertvolle Informationen gegeben. Futter links, rechts. Da. Drei Schnecken. Empfehle, erster Platz blau, zweiter Platz gelb. Okay. Bei blau als Hauptschnecke brauchst du die Luftfeuchtigkeit nicht. Das war's, genau. Danke, René. Überhaupt mal. Ganz viel Danke für so viele Kommentare und Zuschauen. Finde ich sehr gut. Leute, mich. Das war so schnulzig. So, wir haben. Was haben wir denn jetzt vor? Da kommen jetzt blaue Schnecken. Die werden jetzt auch aufgehalten. Ich lasse das erstmal so, weil läuft hier lustig. Natürlich, genau wenn ich aufnehme, kriege ich wieder Fragen für Peter. Es ist super, ich liebe es. Einen kleinen Moment. So. Okay. Da laufen gerade eine Menge Schnecken. Schön blaue. So, was müssen wir eigentlich hier machen? Ma'am, kriegen wir ja hier irgendwie Alien-Organismen? Da sind wir falsch. Nee, auch nicht. Nein. So. Da hätten wir noch dieses Ding. Wir brauchen wir 200. Ist das jetzt? Nee, wir brauchen exakt diese weißen Schnecken. Wie machen wir die denn? Ich meine, die können durch Zufall rauskommen, aber holy crap. Fabric. Wir müssen noch Fabric machen. Und da wissen wir überhaupt, was sagt jetzt. Okay. Und hier hinten brauchen 50 blaue. Das heißt, wir müssen noch... Okay, und das Zeug hier haben wir irgendwo mal gekriegt, aber wissen wir noch gar nichts. Jetzt ist das Ding, der Kollege hier wird ja auch noch nicht versorgt. Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass wir hier mal rangehen. Dass wir aus unserer Liste hier drüben die Yellow Slug rausnehmen wollen. Damit haben wir echt kein Problem mehr. Bräuchten die roten mal. Das heißt, wir müssten eigentlich rote Schnecken jagen gehen. Das wäre eine Sache. Da habe ich so relativ wenig drauf, weil ich auch nicht wirklich welche sehe. Wir könnten hier hingehen und schon mal sortieren. Das ist die falsche Taste. Wir versuchen mal diese hier. Beim Farming könnten wir hier Zeug schon mal draufpacken, weil hier haben wir die Pots soweit schon fertig. Wir müssten nur Wasser anschließen. Wasser haben wir da drüben. Das ist nicht genug, aber das kann man ja aufstocken. Wasser brauchen wir hier nochmal. Das könnten wir da drüben nach, weil da wäre ein Autosave. Auch hier benutzen wir noch kein Wasser. Kann ich einfach die zwei Rohre nehmen und mit da drüben anschließen? Irgendwas muss ja hier noch fehlen. Also die sind drin, aber was fehlt ihm? Fehlt ihm wirklich Wasser, aber der verbraucht keins? Was sagt er hier? Warum ist das rot? Rot ist nicht gut. Okay. Wir gehen jetzt einfach hin. Wenn das total bescheuert ist und wahrscheinlich ähnlich aussieht und alles. Ich ziehe jetzt ein Rohr von da drüben.
Machen wir die, ne? Nehmen uns aber nur diese. Die nach hier. Und sagen mal, 7. Dieses Rohr muss da rein. So. Denkst du, du musst hier jetzt Wasser kriegen. Wahrscheinlich zu wenig. Die 200 werden wir nicht brauchen. Kommt Wasser rein. Hoffentlich. Brauchst du eigentlich Wasser? None. Warum ist die current amount im Building none? Du brauchst ja offensichtlich auch keins, aber... Verstehe nicht. Das sind ja zwei gelbe. Warum laufen die nicht rein? Wahrscheinlich irgendein blaue dazwischen liegt, ne? Ja! Okay. Dann haben wir dich. Dann hast du immer... Hä? Hä? Wir kommen kein Wasser. Ich bin gerade maximal verwirrt von dem Ganzen hier. Und irgendwie... Harvester-Modul. Oh, wir brauchen wieder Zeug. Wir brauchen die Harvester-Module, vier davon, nur vier davon. So. Hier liegt Wasser in diesem Rohr. Es ist voll. Warum kommt hier kein Wasser rein? Sehe ich hier unten so ein bisschen? Oder ist das, weil der... Was ist das hier? Was ist sein Problem? Ist das Dünger? Zum Thema Fertilizer hat mir doch René auch was geschrieben. René, du schreibst so viel, das kann ich mir gar nicht alles merken. Mach bitte weiter so. Dadurch kann ich mir nicht mehr merken, aber vielleicht komme ich besser voran. So, ich brauche 80 Rotoren. Hier. Yeah. Rotoren, wie viel kann ich denn gerade bauen? Oh, genug. 80. Kein Problem. Schrauben mache ich. Mache ich Schrauben hinten? Ja, mache ich. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Mods auf 1.0 funktionieren. Ich glaube, dann dürften wir hier nicht so wirklich viel Probleme haben mit den... mit dem Umbau. Das heißt, wir könnten dann später in 1.0 hier weitermachen. Das ist, glaube ich, auch lustig. Ich habe noch keinen genauen Plan, wann ich mit der 1.0 weitermache. Das ist auch doof, das hier drin zu erzählen. Also quasi in einem anderen Let's Play. Als oh Gott. Weiß nicht, wahrscheinlich irgendwann Sonntag, Nachmittag, Montag, frisch, sowas. Schauen wir mal. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. So, die haben wir. Jetzt machen wir die Frames. Oh, wir brauchen eine Menge. Wow. 520 so schon. Okay, gucken wir mal, was wir an Schrauben haben. Ich meine, Gott sei Dank bin ich ja jetzt schneller unterwegs und kann besser springen. Boink. So, gehen wir erstmal dahin. Ich weiß, es ist wieder ein sehr wirrer Tag. Was habe ich für eine Frequenz eingestellt? 5 Minuten? Das sollten wir wieder ändern. Hey, Autosave 5 Minuten. Ehrlich. Da kommen, Schrauben. Bitte sag mir was. Warum habe ich? So. Wäre es nochmal interessant zu wissen, wo habe ich genau. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ist Radiation. Ich weiß. Ein bisschen Radiation. Boink, boink. So.
Okay, langsam stehen da ordentlich welche an. Ich glaube, ich muss die auch, ich muss die wirklich aufnehmen. Aber wir machen erst das hier. Okay. So. Und dann bauen wir da ein zweites Ding hin und teilen die Schnecken auf. Okay. Die müssen wir bauen. Das sind 160. Gummio. Das dauert. Lass mich raten, gleich habe ich von dem anderen Zeug nicht genug, ne? Dass wir direkt daraus hergestellt haben. Habe ich ein bisschen was. So muss ich das nochmal holen gehen. Da weiß ich aber, dass ich es produziere. Wir brauchen jetzt. Hier machen wir eben die 100 fertig. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Dann können wir danach. Ja, da kriegen wir genug. Das ist hier alles so viel. Ja, müssen wir mal schauen. Wenn wir das Schneckenzeug fertig haben, kümmern wir uns darum, dass wir den Rest hinkriegen. Also, da hinten einmal schön machen. Wenn wir schön haben, können wir anfangen, richtig aufzubauen. Ging irgendwie 1-0 schneller. 20. Das reicht nicht lange nicht. Ja, machen wir die mal eben. Was machen wir denn? Die hier durch sind, haben wir. Okay. Wir sind bei 74, das heißt, wir brauchen noch 86. 86 mal 12. Hohe Zahl. Wenn ich weiß, wie viel. 86 mal 12. 1000. 1000. Wo bist du? Jetzt. Bis wir da 1000 haben, das dauert aber einen Moment. Ich meine, wir können Gott sei Dank genug machen, aber. Holy. Wir sind immer Gott sei Dank frei. Ne? Ich mach das mal eben. So, wir nähern uns jetzt 1000. Wir gucken erstmal, dass wir auf. Vorsichtshalber. Wo sind wir denn? Ich gesagt, 86 brauchen wir, dann passt das. Dann ballern wir die mal da. Und Autosave. Wunderbar, das muss ich gleich mal eben umstellen. Das ist ein bisschen zu häufig. Machen wir gleich mal 20 Minuten, dann sollte das reichen. Holy crap. Ja, und sonst so bei euch? Ach, verdammt, bringt ja gar nichts. Aber schreibt's doch mal in die Kommentare, wie geht's denn euch so? Es sind nah dran, kommt 20 Stück noch. Dann haben wir es gleich. Können wir die Module darauf packen? Wahrscheinlich funktioniert das dann immer noch nicht. Keine Ahnung. Also, es ist schön, dass da ein rotes Symbol ist. Das sagt mir, da ist irgendwas nicht richtig. Okay, irgendwas nicht richtig, komme ich grundsätzlich mit klar. Habe ich was falsch gemacht, aber jetzt ein Tipp. Super. Danke. Harvester, 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 Harvester. Was sagst du jetzt? Oh, du gehst nicht ohne Harvester-Modul. Ich verstehe. Ich glaube, langsam verstehe. Hier. Too many models, genau das hier. Das ist meine App. Das sind meine App. Oh, ich habe eine Ahnung.
Wasser, 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 Wasser. Ich verstehe die Symbole. Jetzt kommt auch Wasser hier rein. Ich Vollpfosten. Okay, die brauchen alle. Der kann aber keinen. Verstehe. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, ne? Harvester, Bewässerung, Greenhouse. Also Treibhaus. Also nicht Treibhaus. Treibhaus. Andere Zeug da. So. Der macht jetzt hier schön fleißig, aber Apple brauchen ein bisschen. Halt. Wie im echten Leben. Apple dauert immer ein bisschen, bis da was kommt. So, was machst du jetzt? Du hast da gerade geerntet, aber was willst du ernten? Da ist zu ernten. Hab ich jetzt Apple gekriegt? Ich hab Apple gekriegt. Du läufst jetzt dahin. Du sagst, da ist jetzt ein Apfel. Ja, wenn du meinst. Okay, wir haben Apple. Wir haben Bio-Kapseln. Wir haben das Zeug. So, jetzt war irgendwas. Ich muss noch mal in meine Kommentare gucken. Da gab es nämlich noch den Hinweis mit dem Fertilizer. Da bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Biomasse-Kapsel zu fester Biomasse und dann im Komposter zu Dünger. Hab ich einen Kompost. Dann. Wir haben ja dann hier auch die Ausgänge, den Ausgang. Da müssen wir wieder aufteilen. Was ja kein Problem ist. Wir wissen ja wie. So, Komposter. Nee. Hallöchen. Fixed Farming. Was ist das? Dogoliebe. Dogoliebe ist. Note unavailable. Warum ist diese Note unavailable? Weil hier ist ja fertig. Komposter. Komposter brauche ich 500 Äpfel. Ich brauche ein bisschen Baumwolle und ich brauche 250. Okay. Wie sieht das aus? Okay. Habe ich gesagt, wie viel? Ich brauche 500 Äpfel und 1000er. Okay. Oh, Language war schon immer hier. Nimm's mein Deutsch. Warum? Was war das denn? Und den machen wir mal auf. 30 Minuten, das reicht. Ja. Okay. Oh, Spieloptionen. Das ist jetzt gar nicht mehr Spielverlauf. Oder umgekehrt. Hier laufen Schnecken ohne Ende. Boah, langsam habe ich ja ein Schneckenproblem schon. Fast wie im Garten. Okay, hier laufen gerade übelst viele Schnecken rein. Auf der einen Seite. So viele gar nicht. Bei 5 ist Schluss. Okay. Vielleicht sollte ich die wirklich mal. Aber ich habe hier genau den richtigen Punkt gefunden, weil Luftfeuchtigkeit von 50 Grad passt. Das liegt ja für Gelb und Blau in der richtigen Zone. Daher alles gut. Ich da schon mal. So, du machst hier Futter. Das ist auch gut. Glaube ich. Wir müssen jetzt also unser Zeug hier raus. Das heißt, wir brauchen. Was machen wir? Gut. Wir das alles. Machen wir das in den Container natürlich. Erstmal alles in einen Container schmeißen und danach. Wobei, das kommt nicht so raus, wie ich das will. Okay. Wir machen uns. Organisation. Was haben wir? Wir haben ja 5 Sachen, die rauskommen, ne? 1, 2, 3, 4. 5 Sachen, die hier rauskommen. Container. Die stellen wir einfach mal
stell die bewusst so hin, mal genau über die eine blaue Schnecke. Nee. Ich möchte da am Rand haben. Eins. Oh. Falsch. Das ist die Taste, die ich wollte. Drei. Vier. Fünf. Da fällt mir ein. Hier drüben hole ich ja auch die. Woran liegt's? Was fehlt hier was aus uns? Ah, die Karotten blockieren. Karottenblock. Okay, dann machen wir uns erstmal da drum. Okay. Hier links kommt Überschuss hin. Und gehst da rein. Damit das einfach hier wieder weiterläuft. Weil so funktioniert das nicht. Wir haben nachher zu wenig. Wobei, das läuft ja auch ganz gut. So, du machst die Biomasse platt sein. Das heißt, dich könnten wir nachher auch da drüben reinschmeißen. Aber wir fangen erstmal hier. Was machen wir? Intelligente Splitter. Da rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Habe ich die bewusst hier mit drauf? Ja, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, hier hinten anzubauen, einen Container dran. Oder ein was auch immer. Okay, ich möchte die Biokapseln hier rein haben. Das heißt, linker Ausgang, Biomasse, Kapsel. Geradeaus beliebig. Ziehen wir einmal so. Da rein. Da rein. Okay. Moink. Hier kommt rein. For the day keeps the doctor away, ne? Da kommt mal als nächstes. Wir haben Rotten. Hi Joe. Da haben wir Mycelium. Mycelium. Und hier haben wir mal darüber. Mycelium. Achso, Blütenblätter. 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 Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich hätte mir ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Egal. Gehen wir trotzdem hin. Erstmal muss es funktionieren. Dann können wir uns über schön unterhalten. Wie ist das eigentlich hier? Braucht immer noch kein Wasser. Jetzt machen wir. Wie viel kommt denn hier raus? Minute. Insgesamt. 15 wird wahrscheinlich mein Maximum sein. Da kommt 15 und 3. 15 und 3. 10 und 2. 3. Okay. Da reicht ein 60er Band. Ich brauche ein 120er.
Ribbon Arc 2. So. So, allen Scheiß geht hier durch. Perfekt. Äppelchen, Mycelium. Apfel geht da rein. Kapsel geht da rein. Mycelium geht da rein. Die müssen wir, also hier, Hauptgang beschleunigen. Damit nämlich genau so etwas nicht passiert. Ich weiß, wie blöd das ist. Aber ich mache das jetzt mal eben. Aus Gründen. Sind die Blütenblätter mal? Warum werden hier Blütenblätter nicht ausgeteilt? Hier mache ich mal alles Unbestimmte rein, ist glaube ich besser. Blütenblätter sollen da rein. Da kein Holz zurückkommen. So. Dann machen wir noch Folgendes. Wir machen hier ein Liften. Zwei Lift mache ich Mark 1. Ja, hier an der richtigen Stelle. Du holst mir die Kapseln raus, das ist gut. Eins, zwei, drei. Dann packen wir jetzt auf die Seite. Und da machen wir eine hin. Wir brauchen dann die Seite nicht mehr. Ist ja auch egal. Und gleichzeitig gehen wir mal hier hin. Schnappen uns die beiden raus. Nicht mehr da reinschmeißen, das wird doof. Okay, nehmen wir sie da wieder raus. Das ist, glaube ich, besser. Dann packen wir sie manuell hier drüben rein. Okay, damit haben wir schon mal ein bisschen was. Wie sieht es denn Apple-technisch aus? 70 gerade mal. Boah, ein paar tausend ist auch. Uiuiuiuiui. Warum laufen hier Sachen im Kreis? Das ist echt so ein Problem, dass ihr das nicht gleichzeitig loswerdet. Ich, Blödmann. Bitte schreibt's nicht in die Kommentare. Nee. Machen wir mal das Unbestimmte hier rein, ne? So, alles Unbestimmte. Und da haben wir auch alles Unbestimmte. Sonst werden meine Stücken.
Die, also zumindest die Eier. Ne, meine Schnecken auch, weil die stehen da oben an. Wie gesagt, ich verstehe. Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist halt. Was muss da rein? Also ja, offensichtlich eine andere Schnecke, aber woher soll ich eine weiße kriegen? Warum hat mir das. So, da. Also blaue Schnecken? Eier davon. Ich könnte mir ja schon mal 20 Eier, 50 Eier klauen. Da sollte, glaube ich, mittlerweile drin sein, oder? Gelbe Schnecken. Das ist mal eine blaue. Moment, ist ein bisschen viel blau, ne? Wie sieht denn das denn aus? Ich mal rein. Haben wir hier schon mal 13. Da kommt mal wieder was Gelbes. Schauen wir mal. Oh, hier läuft es besser. Da kommt immer mal wieder eine dazu. Und hier läuft auch gerade nichts zurück. Ist doch schön. Ich würde sagen, meine erklären, warum das alles so ein bisschen lange dauert. Ne? 145. Da brauchen wir nur noch ein paar. Wieder. Gelbe Schnecke. Die ich nicht kriege. Jo, einfach mal rein. Dann haben wir das Band schon mal leer. Wunderbar. Ein bisschen. Ich kann mir mal zwei gelbe Schnecken. Wenn ich gut rankomme. So ein paar gelbe Schnecken muss ich mir sichern, sonst habe ich nachher keine mehr. Das wäre. Wow. Ich hätte dich gerne, dich hätte ich gerne. So, wie viel haben wir denn jetzt? 7, 8, 9, mal 10 Stück. Dann habe ich erstmal ein bisschen was über. Für den Fall der Fälle. So, das funktioniert auch besser. Das ist schön. Oh, ich habe eine. Die weiße wäre halt mal gut. So. Die Chance ist halt so gering. Was machen wir nun? Es läuft. Hier müssen wir. Ja, das ist egal, da haben wir genug von. 175, 92. Ich habe aber gesehen, wir brauchen. Das ist Quatsch. Wir brauchen. Teile. Irgendwo gab es hier. Vielleicht tun wir das noch gar nicht. Was ist das? Elektroschnecke irgendwo gebraucht. So, woher kriege ich das? Okay. 50 blaue Schnecken. Was war das andere, was ich brauche? Lohnt sich ja nicht, wenn ich
kriege ich denn das her? Bauschnecken sollte nicht das Problem sein, oder? Ja, wir lassen es erstmal. Das ist, glaube ich, so. Ich springe gerade ein bisschen hin und her, weil ich ein wenig überfordert bin mit dem, was ich noch machen soll. Dass das hier soweit ist. Satmonium bringt mir gerade nichts. Ja, könnte ich machen. Könnte ich nicht machen. Könnte ich machen. Könnte ich nicht machen. Okay. Okay, du machst Gewebe. Aus dir kriege ich Gewebe raus. Das heißt, das brauche ich sowieso, bevor ich den hier mache. Nein, den kann ich machen. Passiert hier. Ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal einen Moment darauf, dass wir hier die Äpfel haben. Und da drüben das andere Zeug. So, da haben wir wieder ein bisschen gewartet und wir haben 600 Äpfel. Wir haben genug. 1000 davon. Und wäre ich lieber gewesen, hätte ich in der Zwischenzeit unsere, brauchen wir? Farming. Da haben wir das. Da haben wir das. Hätte ich die gemacht. Ah. Kann ich. Genau. Ja. Ich bin gleich wieder da. So. Dann können wir Fleischfixed Farming einen Komposter bauen. Jedes Mal. Boing. Ich kann einen Komposter bauen. Was brauchst du eigentlich? Du brauchst nur 1000 Gewebe. Lass mal laufen. Technisch sieht auch übel aus. Noch mal so ein bisschen raus, aber holy fuck. Hängen wir wieder ein paar gelbe daran. Hier eigentlich noch was machen? Nee, das hat man nur ein bisschen runtergeregelt, ne? Ach, das hat nicht runtergeregelt. Wäre da hinten weniger? Egal. Da sind wir doch noch gar nicht. Komposter. Fixed Farming. Komposter. Nehmen wir die Liste. Genau, das Multiple kann weg. Das rote Ei müssen wir immer noch finden. Okay. 10 Rotoren. Haben wir. Haben wir modulare Rahmen. Können wir 4. Brauchen wir 20. Eieieiei. Das wird nochmal interessant. Aber dafür brauchen wir einfach nur mehr von denen. Oh, das geht ja schön schnell hoch. Dann machen wir die mal eben. Und das war's auch. Das heißt, wir können uns einen Komposter bauen. Komposter setzen wir uns mal dahin. Mache ich aber bewusst so rum. Mache ich den bewusst so rum? Dafür brauche ich okay. Kompostierung. Okay.
Da gehe ich 15 raus. Da gehe ich 15 raus. Da gehe ich 15 raus. Ich brauche Wasser. Wasser wird langsam nervig. Jetzt wie war das? Ich brauche Produktion. Boink. Ja, ein paar von. So, wir brauchen Kunst. Ich glaube, wir brauchen Kunst. Bin mal vorsichtshalber hier hin. In der Hoffnung, dass dabei das rauskommt, was ich mir erhoffe. Bester Biotreibstoff. Solle 3 auf 60 rein, 15 raus. Wie viel brauchen wir? 10. Das ist doch gut. Das heißt, wir gehen hier hin, machen ein Band da rein, sagen dem, mach das, nehmen hier einmal Strom hier hin, Strom da. Und dort dran. So, du packst raus, 15 pro Minute. So, wir haben keine Ahnung, was du verbrauchst. Das bedeutet. Wir versuchen unser Glück, indem wir sagen. Uns fehlt was. Okay. Im Moment ist das alles noch. Aber du machst hier erstmal. Eieiei. Ich glaube aber, werde ich hier erstmal hingehen. Für heute Schluss machen. Also. Das muss noch da rein, da muss Wasser dran, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wahrscheinlich muss ich wieder mehr Dinger hier unten hinbauen. Ich vermute mal, dass ich dass ich noch ein paar Extraktoren bauen muss. Also da habe ich ein bisschen was zu tun. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Auch wenn das alles hier noch sehr chaotisch ist, was mir nicht gefällt. Aber das wird auch nicht besser. Deswegen, wir machen das erstmal hier so grob. Holy fuck. Nummer mit den Schnecken hier wieder war langsam echt übel. Wir können keine rausgeben, weil stehen alle an. Und, oh, habe ich gerade einen Deadlock? Kannst du, oh Gott. Ihr habt einen Deadlock. So. Müssen wir noch eben machen. Wir setzen einen Container da oben drauf und einen intelligenten Splitter. Setzen wir hier dran, packen ihn da rein und sagen hier bitte nach rechts Überschuss. So, dann läuft der ganze Spaß jetzt mal eben hier ab. Dann kann der da hinten weitermachen. Und schneckenseitig machen wir das ähnlich. Wir setzen dort einen Container hin. Wir setzen hier den hin und sagen darüber und diesmal ist es links Überschuss. Okay. Gehen erstmal ein paar Schnecken weg. Jetzt haben wir doch da wieder gelbe drin. Sehr gut. Oh Mann. Ab und zu gucken wir hier eine gelbe durch. Oh, das ist gut. Autosave haben wir. Eigentlich gefällt mir das. Kann ich eigentlich besseres Schneckenfutter machen, um dann meine Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen? Was kann der denn eigentlich? Healthy? Also wir haben Grainy, Healthy, Breakfast. Da muss aber schon Wasser mit rein. Okay, da auch. Da auch. Nur bei denen muss kein Wasser rein. Okay.
Und das ist ein Mycelium. Ja, das könnte man auch mal umstellen oder anderes machen. Meinen Wasseranschluss hätten wir hier, ne? Kriegen wir dann neben Produkt? Ist hier hinten ein Wasserausgang? Wasser sind wir ja sowieso gerade. Komm, wir machen nicht Schluss. Wir machen noch ein bisschen. Wir versuchen hier nochmal was. Schießen. So, wir packen jetzt Wasser hier rein. Wenn ich dir jetzt müsste. Ich kann austauschen. Das ist jetzt quasi der Punkt. Wir haben was hier gemacht. Nach rechts geht Weizen. Wenn ich den Weizen. Wo haben wir denn hier Weizen? Hier, wo haben wir die Kartoffeln, meine ich. Korn. Oh, warte mal, was war das andere? Ist ja nur. Also, Mushroom Snake. Ah, da müssen wir von zwei verschiedenen das holen. Können wir dann am besten machen. Davon oder davon. Ich will erstmal das ausprobieren. Also, wir brauchen Kartoffeln. Da sind Kartoffeln. Kartoffeln gehen nicht raus, sondern hier geht Weizen raus. Hier geht Wheat raus. Hier kommen Potatoes. Hier nehmen wir das raus. Nehmen hier mal eben Weizen raus. Bis wir da keinen Weizen mehr haben. Jetzt müssten Kartoffeln kommen. Yep. Perfekt. Weizen raus. Wir ändern das Rezept da drauf. Die Karotten, die wir bekommen haben, schmeißen wir auch direkt wieder rein. Oh, die Kartoffeln können wir auch direkt reinschmeißen. Wo hängt es denn jetzt? Habe ich jetzt gerade hier hinten nochmal Weizen hingekriegt? Mal eben. Ah, da kam nochmal ein Weizen. Dann machen wir hier wieder Potato. Irgendwas ist gerade mit den Bändern faul, okay. Hier drüben dürfte jetzt. Okay. Theoretisch müssten jetzt hier Kartoffeln drauf liegen. Warum kommt hier nichts an? Das erklärt, warum hier nichts passiert. Nehmen wir mal raus. Die nehmen wir mal raus. Okay, wahrscheinlich hängt jetzt immer noch hier hinten Weizen rum.
Okay, Kartoffeln gehen hier rüber. Karotten kommen noch keine an. Ist Gott sei Dank gerade nicht so schlimm. Ist jetzt healthy. Ist das denn besser? Okay, er hat noch. Du hast noch 100 Stück da drin. Ist natürlich. Egal, mach du mal. Du kriegst das schon. Wäre schön, wenn hier mal wieder Karotten ankämen. Hier oben läuft nur Weizen rein. Weizen ist mir egal. Weg damit. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Das kann im Moment alles hier oben reinlaufen. Du machst jetzt mal eben Weizen weg hier. Und ich nehme mir auch mal eben komplett aus dem Spiel, genauso wie dich. So, das heißt, wir haben das alles dabei. Kann das erstmal umlaufen. Meine Fresse. Nee, das ist nicht das Richtige. Die müssen da rein. Ist bald voll, ist mir egal. Ich möchte gerne, dass du hier was machst. Erstmal den Weizen weg. Warum mache ich das nicht einfach manuell? Setzen da rein. Fertig. Machen wir auch einmal eben manuell den ebenfalls. Und dann schmeißen wir unten Karotten rein. Und Kartoffeln. Schon Mark 2 Band? Okay. Okay, hier ist schon alles Mark 2. Du bist? Mark 2. Okay, hier ist schon alles Mark 2. Mhm. Bist du nicht mehr? Du bist auch schon. Machen das jetzt mal eben. Ganz bewusst, das ist, sieht total bescheuert aus, ich weiß. Wir machen mal eben ganz bewusst hier Aufteilung immer so hin und her. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Dahin. Dahin. Die können wir rausnehmen. Mal rausnehmen. Horn kann da rein. Sehr gut. Ich hoffe jetzt natürlich alles hier. Ich hoffe, wenn erstmal nach oben gehen. Okay. Wie machen wir den denn hier? Wir lassen erstmal auf. Ja, jetzt kommen wenigstens mal Karotten da hinten an. Zwischendurch geht dann mal ein Weizen, weil Platz ist da hinten hin. Ja, okay.
Es ist halt alles sehr langsam. Ja, du ballerst jetzt erstmal hier, hier rein. Ja, ist gut. Es wird schon werden. So. Du machst hier schön brav weiter. Wie sieht es bei dir da drüben aus? Was hast du für ein Futter? Du hast immer noch dieses. Hier jetzt mal hin. Nehmen das raus. Not enough food. Aber Need Food, die brauchen unbedingt diese? Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Okay. Du brauchst Granny. Tschüss, Kartoffeln. Oh, fuck. Ich brauch Weizen. Ich brauch Weizen. Ich muss hier wieder umstellen auf. Weizen. Aus einem, ich brauche ja hier nichts mehr. Ist jetzt gerade ein bisschen sie falsch. Potato. Oh Mann. Potato. So, wieder umstellen. Was brauchen wir noch nicht? Du kommst hier raus. Wir brauchen keine Potatos. Wir brauchen hier Pitos und Karottos. Shit, und das muss... Der ist weg hier. Ups. Da denkt man sich, man tut denen mal was Gutes, es wird vielleicht alles ein bisschen besser und schneller und vielleicht erhöht das irgendwelche Raten oder so. Healthy. Granny, perfekt. Okay, mach mal Granny rein. In der Zwischenzeit gebe ich dir nochmal einen Huni. Eieieiei, ein Huni Granny. Leck mir am Arsch. So, Weizen kommt auch nach. Ja, Weizen ist weg. Oh Mann. Jetzt muss ich nur gucken. Okay. Alles nehmen. Das heißt, Weizen nehme ich daraus, Karotten nehme ich daraus. Hier oben kommt. Hier. Ganze Korn rein, die ganzen Potatoes rein und damit haben wir keinen Platz mehr für Potatoes. Ja, ich mach mal hier Schluss. Hat super funktioniert. Oh, richtig super. Potato. So, geht ihr da rein. Ganz unten kommt unser Karotten und Weizen rein. Vielleicht im Prinzip Karotten hin. Da
Zwischenzeit hast du dich hier immer ein bisschen angestaut, ne? Oder? Ja, okay. Du holst jetzt die Karotten raus. Sehr gut. Hossa, ey. Ist doch nur eine Kleinigkeit. Mal eben schnell machen. Du läufst auch irgendwie komisch, aber es sieht okay aus. Wie sieht es bei dir aus? Habe ich hier solche Dinger noch? Nein, nein. Nicht so aus. Das Zeug. Oh, wir sind fast bei den 1000, die wir brauchen. Wir die 13 gelben mal reinschmeißen. Und dann gucken wir noch mal. Das ist immer noch für mich keine Ahnung. Brauchte ich denn die 13? Achso, die hatte ich nur, damit wir im Notfall welche haben. Die 1000. Hier fehlt noch was. Das muss ich erforschen, damit ich das nicht okay. Das heißt. Halloween Snail Food und Fruity Snail Food, okay. Da gibt es noch größere. Okay. Ja, doch. Jetzt reicht's aber auch für heute. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit achtet gut, Käffchen.